Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Zunächst einmal an die CDU und an die Grünen, also Frau Ahnert, Herr Böhm, Herr Deppe im Umweltausschuss. Das war wirklich eine schöne Sache und das ist jetzt ja auch schon 2 Wochen her. Und wir haben da eine gute Grundlage gelegt, ja, muss ich wirklich sagen. Also ich, der Pirat, kann die CDU loben von vollem Herzen und die Grünen auch. Das war wirklich eine schöne Sache. Das war eine gute Grundlage. Wir haben da eine Grundlage gelegt. Die Welt dreht sich aber weiter. Seitdem haben wir Mails bekommen. Wir haben selber nachgedacht. Wir hatten das Gespräch mit der Sachsenenergie. Und deswegen hat sich jetzt sozusagen unser Ergänzungsantrag, der ja, sage ich mal, ein schönes Second Life bei den Grünen bekommen hat, hat sich der entwickelt. Und ich hoffe einfach, dass wir diesen konstruktiven Pfad auch noch weiter in anderen Sachen und in der Sache weitergehen werden. Ich möchte jetzt auf eine Sache explizit eingehen, die noch nicht so sehr beleuchtet wurde und wo ich hoffe, dass die FDP zumindest das auch begreift. Ja? Und zwar, es geht darum, wie erhalten wir die Sachsenenergie in dieser Transformation, die unausweichlich ist, wie erhalten sie wirtschaftlich? Wie kann sie weiter wirtschaftlich arbeiten? Und es ist ja jetzt so, dass heute verkauft die Sachsenenergie gerne in Kombination Gas und Strom und Wasser. So. Warum verkauft die dann an viele Haushalte? Weil ja, die Gasleitung liegt da. Wenn ich dann schon einen Gasvertrag habe, es liegt ja nah, dann nehme ich auch gleich Strom. So, dann ist man halt Rewe-Kunde und dann läuft der Laden. Das Konzept, was hier vorliegt, fußt aber im Wesentlichen darauf, Herr Lichti hat es schon gesagt, auf die zentrale Energieerzeugung und dann auf die Verteilung der Wärme im Fernwärmenetz. Das deckt aber nur die Hälfte von Dresden ab. Was ist jetzt mit all den Kunden, die jetzt Gas und Strom beziehen, logischerweise von der Sachsenenergie, weil nur die kann Gas beziehen, wenn Gas in der Zukunft immer weniger Anteil hat, immer weniger wichtig wird, warum zur Hölle sollen die Leute denn dann bei der Drehwag, bei der Sachsenenergie Strom kaufen? Es gibt grün, gelb, blau, yellow Strom, der Markt regelt alles. Also warum sollen die Menschen, die Hälfte von Dresden, warum sollen die überhaupt noch Kunden bei der Drehwag sein? So. Es gibt eigentlich keinen Grund, es sei denn, wir würden explizit Standortvorteile ausspielen. Wenn jetzt das Gasnetz weg ist als Standortvorteil oder nicht mehr so wichtig ist, was bleibt denn übrig? Ja, der Standort. Die Sachsenenergie ist hier. Die Sachsenenergie kann hier organisieren, sich schnell vor Ort. Und deswegen muss, und das ist einer der Punkte in dem Ersetzungsantrag oder dann Ergänzungsantrag, muss die Sachsenenergie viel, viel stärker in die Fläche gehen, viel, viel stärker in die Randbereiche und muss mit allen Häusern, mit Privatleuten, mit Schulen, mit Gewerbe, mit was weiß ich, Genossenschaften, von mir aus auch die Vonovia, muss mit all denen Verträge machen, damit sie dann sagen kann, ja, wir sind hier für Ort, wir helfen euch, Solar aufs Dach zu werfen, wir machen lokale Energiespeicherung, wir verschalten das alles in einem schönen Dresdennetz und können so die Versorgungssicherheit gewährleisten. Mein Punkt hier ist aber, ein rein wirtschaftlicher, ich rede nicht über Klima, ich rede nicht über CO2, ich rede nur über Geld. So, wenn die Sachsenenergie nicht Dresden und Umgebung als Kunden erhalten möchte, muss sie in die Fläche rausgehen. Und das ist halt einer der Punkte, die im Konzept nur ganz kurz einmal eine halbe Seite oder eine Viertelseite über Contracting steht da drin, ansonsten steht da nichts. Und deswegen müssen wir dieses Konzept modifizieren. Und deswegen, es war zwar schon eine Tagesordnungsdebatte, während wir über die Tagesordnung debattiert hatten, haben wir aber noch nicht den Antrag der Grünen gehabt. Ich habe jetzt vernommen, die CDU hat sich sozusagen positioniert, das ist völlig legitim, SPD hat gesagt, es gibt hier irgendwie schöne Ansätze in dem, was vorliegt, Linke hat das auch gesagt. Deswegen probiere ich das jetzt nochmal unter Betrachtung der neuen Lage, die wir jetzt haben, Informationslage, stelle ich also nochmal den Antrag an Rücküberweisung
an den Umweltausschuss. Mal gucken, wie das ausgeht, weil dann könnten wir da nämlich gemütlich und entspannt und genauso schön, wie wir es damals gemacht haben, gucken, ob wir den einen oder anderen Punkt nicht noch reinnehmen. Dann können wir noch die Hälfte wegschmeißen, sind alle zufrieden. Und wie gesagt, ich stelle dann nach der Diskussion, können wir dann ja abstimmen, Überweisung in den federführenden Umweltausschuss. Dankeschön.